Heute! Wir sind in Köln unterwegs und werden heute mal das Angebot und die Auswahl von gefüllten Lebensmitteln testen. Es scheint dir geschmeckt zu haben. Wird es genug geben und wird unser Magen am Ende genauso gefüllt sein wie Teigtaschen? Lecker. Also das sind echt geile gefüllte Sachen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir dir so eine gute Laufbahn haben. Was fällt dir als erstes ein? Schreib es in die Kommentare und jetzt viel Spaß bei ein Tag lang nur gefülltes Essen essen. Warum guckst du so angewidert? Ja. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caravella hinter der Maurices Kamera. Was geht, Leute? Und wir stehen hier vor den Primärfarben und geben mir so dieses Gefühl von, ich bin in der 4. Klasse und muss Farben zusammenmischen. Okay. Ich finde es immer krass, dass du zu allem irgendeinen möglichen Scheiß labern kannst. Was laberst du? Ich habe gerade sehr Hunger und es passt sich sehr gut, dass wir dieses Video gerade gestartet haben. Auf jeden Fall werden wir uns heute einen Tag lang nur von etwas Bestimmtem ernähren. Und das wird sehr funny. Frisch, tipps frisch. Und vielleicht auch etwas schwer. Denn es werden gefüllte Sachen sein. Also ich habe schon ein paar Ideen. Ich habe auch schon ein paar Ideen. Windbeutel. Windbeutel, wollte ich auch sagen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr für Ideen habt. Die Idee kam übrigens auch von euch. Danke auf jeden Fall für die Idee. Das wird auf jeden Fall lustig. Es gibt auch gefüllte Donuts. Aber ich weiß nicht. Haben ein Loch in der Mitte. Nee, gefüllte Donuts. Wir werden heute erstmal, glaube ich, zum Bäcker gehen. Frühstücksmäßig. Dann vielleicht in einen Supermarkt. Und es wird hoffentlich super. Bei Getränken habe ich mir schon überlegt, da haben wir gar kein Problem. Weil alle Flaschen sind gefüllt. Cool, das ist ja geil. Das bedeutet, wir werden einfach heute nur trinken. Oh, geil, Alter. Das ist richtig passend. Ich würde sagen, wir gehen direkt los. Ne? Ich habe keine richtige Hose mehr. Wir sind ja jetzt gerade in Köln und davor waren wir in Hildesheim. Und ich habe irgendwie nur so zwei Hosen mitgenommen. Ich habe nicht mal eine Hose an. Und jetzt habe ich einfach aber so eine Strumpfhose hier. Sieht aber cool aus. Lass einmal Schnick, Schnack, Schnuck machen, wer heute alles bezahlt, das ganze Essen. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich habe Nein, ich wollte das nicht. Ich habe gewonnen. Ich mache einfach den alten Kim-Trick. Ich habe meine Karte in Berlin vergessen. Ich nehme deine Karte mit für dich. Okay, let's go. Also beim Bäcker ist mir auf jeden Fall schon was eingefallen und zwar Quarkbällchen. Hä, nein, die sind nicht gefüllt. Nein? Oh Mann, du hast mir gerade so eine Hoffnung gemacht. Ich hatte gerade so Bock auf Quarkbällchen. Nee, Berliner. 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 Okay, wir gucken mal. Wir sind jetzt gleich da. Wir gehen doch zu Rewe, weil da gibt es auch so eine Bäckerabteilung und da können wir besser filmen. Hier gibt es einfach gar nichts gefülltes. Natürlich. Guck mal hier. Was ist das? Denkst du, das ist nicht wie die Früchtefüllung? Hier, Apfeldreieck mit Apfelstücken drin. Oh, nice. Schokolade und Schokobrötchen. Filled with delicious Philadelphia cream cheese. Ja, cool. Dann nimm mal von jedem einen und dann haben wir ja schon Frühstück. Das ging ja schnell. Ja, da ist auch Dings. Einfach Song Dings. Du weißt. Boah, ja, okay. Wir nehmen alles mal und dann... Okay, wir nehmen einfach alles. Oh, die sind richtig lecker. Croissant mit Schokolade. Ey, das ist richtig soft. Das teilen wir uns, ja? Ja. Oder jeder einen? Nein, wir teilen uns das. Weil es gibt noch andere leckere Sachen. Ich würde auf jeden Fall so ein Philadelphia-Ding nehmen. Sind Schokobrötchen auch gefüllt? Ja, normal mit Schoko... Nö. Oh mein Gott, jetzt fällt mir gerade erst auf, was alles gefüllt ist. Das wird ja heute so ein leckerer, geiler Tag. Hier ist ein Fresh Sushi Asian Ding. Hier gibt es Mochis und die sind auch gefüllt. Nee, heute keine Mochis. Mann! Ey, wir haben etwas unnormal alles das geile gefüllt, Frühstück. Ne? Du, so hier ist gar nichts gefüllt. Ja, ich habe nicht dran gedacht, dass wirklich alles irgendwie gefüllt ist. Ich glaube, dein Kopf ist auch nicht so richtig gefüllt mit Gehirnmasse, ne? Oh mein Gott, freue ich mich aufs Frühstück. Das wird so lecker. Erstmal muss ich mich befreien. Durchatmen, durchstarten und jetzt erstmal essen. Seit wir in Köln sind, gehen wir jeden Tag an zum Bratwurstladen vorbei. Und es riecht nach Bratwurst. Und ich habe voll Bock darauf, das sieht voll lecker aus. Aber leider ist Bratwurst nicht gefüllt, oder? Vielleicht gibt's was mit Käse drin. Käse drin? Käse drin. Käse drin? Ich liebe Käse einfach über alles. Aber wir wollten Currywurst, Mann, Romoris. Wir wollten das mal so richtig berlinerisch, so eine Currywurst essen, weißt du? Currywurst. Bei Curry 69. Leute, das hier ist einfach ein Kirschkissen. Genau, und deswegen würde ich sagen, ich habe übrigens nur 3 Euro. Achso. Ich habe übrigens nur 3 Euro irgendwas bezahlt. Es wird alles durch die Hälfte geteilt. 50-50. 50-50. Okay, Alter, das ist auf jeden Fall shit. Scheiße, das blutet. Schmeiß mal das hier an. Schmeiß mal. Schmeiß mal. Wir sind solche Opfer. Ich glaube, wenn man das hier so drauf tut und da gemeinsam reinbeißt, hat man... Süße und Philadelphia und so, ne? Ja. Das schmeckt richtig geil. Ich probiere es mal aus. Auf jeden Fall habe ich mal ein Praktikum im Gerichtshof gemacht. Deswegen kann ich das alles gerecht teilen. 3 Tage habe ich das gemacht. War nicht schlecht, Kim. Nee, habe ich nicht schlecht. Ehrlich? Ich denke mir manchmal so, ich mache jetzt einen Witz, ne? Und ich denke so, okay, gleich lacht das ganze Publikum. Manchmal denke ich, okay, ich mache den jetzt. Aber dann lacht keiner, wolltest du sagen. Ja, genau. Habe ich vergessen zu sagen. Lecker. Also das sind echt geile gefüllte Sachen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir dir so eine gute Laufbahn haben. So, guten Fuden. Haben wir nicht noch was? Doch, auch noch. Das machen wir gleich. Okay, warte, darf ich mal, ich probiere einmal ganz kurz. Schmeckt. Eine wichtige Frage, die auf jeden Fall geklärt werden muss. Das zeigt nämlich, was für ein Mensch ihr seid. Schneidet ihr es Hashtag längst durch? Ja. Oder würdet ihr es durch die Mitte Hashtag schneiden? Durch die Mitte natürlich. Okay. Ja, mal schauen, welche Menschen psychopathisch und unterwegs sind, so, weißt du? Ich natürlich auch durch die Mitte. Ich meine, wer würde das längst schneiden?
Das scheint dir geschmeckt zu haben. Nice. Was fandest du am leckersten? Das Kirschkissen. Ja, ne? Und das mit dem Philadelphia war auch richtig lecker. Fast eingeschlafen bin ich auf diesem Kissen. Also ich habe für heute Mittag was richtig Cooles geplant. Das ist etwas sehr Besonderes hier in Köln. Very influencering. Heute Abend müssen wir mal gucken. Wir brauchen irgendwas deftig, heftiges. So, Freunde, wir haben so langsam wieder ein kleines, süßes Hüngerchen. Relativ groß sogar. Deswegen sind wir jetzt gerade hier in so einer Street. Hier gibt es viele Restaurants, hier gibt es Kiosk, McDonalds, Apfeltasche. Oder Dönertaschen. Nein, seht oder? Das? Gefüllte es Dönertaschen. Es gibt Pide, es gibt Pizza, gefüllte Pizza. Calzone. Calzone ist gefüllt. Calzone wäre Calzone? Geil. Aber dann esse ich heute nichts mehr. Aber. Wollen wir erstmal einen kleinen Snack? Erstmal einen kleinen Snack, I'm very hungry. Okay, ja, wie du möchtest. Wir gucken mal. Let's go. Okay, let's go. Also wir haben ja auch nochmal die geile Idee mit der Calzone und das wäre auch super delicious. Aber wir wissen gar nicht, ob es das hier gibt, also in Köln, beziehungsweise wo es das gibt. Bestimmt irgendwo, aber it's a hard knock life for us. Also es muss nicht sein, dass hier, dass wir mal gezeigt. In Hamburg gibt es keine Dönerpizza, glaube ich, wurde mir erzählt. Die armen Hamburger. Oh, ein Hamburger will ich gerne essen oder ein Cheeseburger. Oh. Aber es gibt auch diese Buletten, die gefüllt sind mit Käse drin. Okay, wir gucken erstmal bei Penny. Erstmal zu Penny. Ey, Kim ist die Allerschlauste, Alter. Ich bin so blöd, Alter. Manchmal bin ich wirklich... Ey, sie hätte hier wieder was gekauft, also eine Calzone gekauft, obwohl sie extra was geplant hatte, was sie unbedingt machen wollte. Wir gehen nämlich jetzt in ein leckeres, cooles Café. Ich bin so blöd, Alter. Da werden wir jetzt auf jeden Fall hinfahren und dann werden wir etwas Cooles, Gefülltes bekommen, okay? Wir sind bei dem Café angekommen, was ich meinte. Das ist so das übelste Instagram-Influencer-Café. Café Bua. Vielleicht hat der ein oder andere das schon mal gesehen, ne? Also wirklich, alle Leute chillen da. Jetzt chillen auch wir da. Aber auf jeden Fall gehen wir da rein, denn ich habe immer deren Instagram-Feed reingezogen und die haben wirklich kranke Sachen. Das sieht wirklich gut aus, aber... Und die sind gefüllt. Also nee, das ist kein extra gefüllter Laden so, ne? Der ist oft gefüllt dadurch, dass viele Menschen da sind. Aber da gibt es so ein Herz und das kann man irgendwie so aufcracken. Wir machen das einfach. Komm her. Crack? Crack? Jedes Mal. Ruf doch vorher an. Es gab's nicht. Seit gestern gibt's das nicht mehr. Wie seit gestern? Habt ihr doch gerade gesagt. Also wir blenden euch einmal hier ein, was Kim eigentlich haben wollte. Und das geht dann muss man das so aufcracken und dann kommt da sowas raus. Ruf doch vorher an, Mann. Aber die meinte, seit gestern gibt's das einfach nicht mehr. Gut, jetzt müssen wir uns was Neues suchen. Also dann wieder zu Plan A. Wir holen uns eine Calzone, wenn es die hier gibt. Oha, 113 Kilometer entfernt, wenn ich Calzone eingebe. Köln, was geht ab? Seid ihr gut drauf? Gibt's Calzone? Jetzt eine Calzone her. Wenn nicht, gibt es auch noch so was Döner? Anderes gefülltes. Ja, also mein Magen ist das Einzige, was hier gerade nicht gefüllt ist. Okay, hier haben wir einen Dönerladen. Mal gucken, ob es hier Calzone gibt. Pizza, oh nein. Gefüllte Pizzabrötchen. Ja, Pizzabrötchen. Mit Döner. Also dann holen wir gefüllte Pizzabrötchen. 8 Stück? Ja. Warte mal. Ah, okay. Habe ich aber auch noch nie gegessen mit Döner. Nee, ich auch nicht. Hast du, also teilen wir uns welche? Ja. Nee. Ehrlich jetzt? Ja, oder wir können uns auch jeder holen. Wir holen uns jeder welche, weil dann sind wir nochmal auf der sicheren Seite. Ja, danke. Okay, wir haben nochmal nachgefragt. Also er wusste nicht, was Calzone ist. Dann scheint es das hier wahrscheinlich nicht zu geben. Kacke! Schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr Döner-Calzone kennt. Wir blenden hier mal ein Bild ein. Kennt ihr das bei euch? Hä? Oder ist das so untypisch so ein Niedersachsen-Ding? Oha, Hildesheim-Ding wahrscheinlich. In Hildesheim gibt es auch übel die geile Dings-Calzone. Ja, ich weiß aber gar nicht, ob es das in Berlin auch gibt. Habe ich auch noch nicht gesehen, glaube ich. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das kennt oder nicht. Oh Mann. Wir sehen aber cool aus. Wir haben einen gefüllten Pizzaring. Hier auch noch Soße mit Dönerfleisch. Ich probiere mal. Übrigens, abonniert die Glocke. Ja, schmeckt immer mal geil. Wirklich. Guten Food. Nuggets sind doch auch eigentlich gefüllt mit... Okay. Also Maurice, lass dich schmecken. Du schmeckt auch. Richtig crazy, Alter. Was ganz anderes irgendwie. Füll noch mal das hier. Das ist mein Ring, mein Ehering. Habe ich lieber als ein Ehering. Es ist so kalt, dass ich zittere. Es ist überhaupt nicht kalt. Ey, jetzt geht die Zeit los. Nein. Ey, die Kastanien fallen schon von den Bäumen, weil wir bei Kastanienmännchen bauen. Nein. Okay, wir haben gerade hier etwas entdeckt. Ich glaube, das ist so Hoop-Market-mäßig. Und ich muss sagen, diese Pizza-Brötchen, dieser Ring hat mich nicht so satt gemacht. Ein bisschen später. Lass uns noch mal darüber schlendern. Vielleicht finden wir ja was ganz Besonderes. Das ist tatsächlich ein richtiger Foodmarkt hier, ne? Und hier sind so richtig süße Stände und Stände. Hä, das ist wirklich ein Alter, ich dachte, der wäre gefällt. Wow. Wir sind doch nicht also da gibt es schon mal Maultaschen. Das hört sich schon mal gut an, oder? Halt deine Maultaschen sind das. Hahaha, witzig sind das. Ey, was kriege ich dafür, wenn ich halt deine Maultaschen bestelle? Ein Kameramann, der wegläuft und sich schämt. Okay, los, wir holen die und dann tun wir die noch. Ey, wir sind solche Opfer. Wir standen hier gerade so, haben so in die Ferne geguckt und die so, Maultaschen. Und ich so, und sie so, Maultaschen. Aber jetzt haben wir sie. Das sieht auf jeden Fall lecker aus. Das okay, die so sind durchgeschnitten, aber die waren ja mal gefüllt. Die waren, also. Oh fuck, ist das heiß. Oh fuck, ist das heiß. Okay, die sehen richtig lecker aus. Hallo, Mütze auf. Komm, wir gehen hier raus, dann können wir die Maske auch absetzen. Lecker. Ich habe noch gar nichts davon gegessen. Danke, dass du komplett alle Zwiebeln weggegessen hast. Mhm. Ich hatte eh keinen Bock auf welche. Da sind noch welche. Ich probier erst mal. Ja, danke, Kim. Warum guckst du so angewidert? Ja. Nicht so lecker. Was ist los? Magst du das vegetarisch? Nicht? Ja, normal, das ist doch grün. Also, ne? Ja, weil es mit Spinat war, das vegetarische. Was war das für eine Aussage? Es ist doch grün. Ja, oh Manu, weil es mit Spinat war. Deswegen. Hä, das schmeckt einfach, als würde ich so
Speckwürfel kauen. Was? Das stimmt gar nicht. Doch, Wunderappetit. Danke. Das schmeckt wirklich wie ein großer Speckwürfel. Du bist selber einer. Es gibt selten Dinge, die ich vom Geschmack her nicht mag. Eins davon ist fetter Speckwürfel. Und das schmeckt wirklich genauso. Hauptsache, dir schmeckt's. Danke, Maurice. Ja, schmeckt echt gut. Mm. Bist du satt für heute? Ja, also willst du nichts mehr essen? Auf gar keinen Fall. Okay, also ich dachte, wir essen vielleicht noch so ein paar gefüllte Mochis. Also krieg ich die halt wirklich nicht. Nein. Kim, hey, du isst doch das schon auf. Du kannst immer noch Hunger haben. Ich brauche jetzt irgendwas Kleines, Süßes. So ein bisschen was zum... Egal, ja, ich leck an meinen Finger. Nein, ich leck an mir selber, weil karamellig. Abonnier auf jeden Fall die Glocke, falls dir das Video gefallen hat, denn es gibt noch mehr davon hier auf dem Channel. Aber falls du dafür benachrichtigt werden solltest, dann solltest du halt die Glocke abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Schreib auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie es dir heute geht. Und welche Sachen ihr gefüllt am liebsten esst. Nurak wird's. Okay, peace, haut rein. Ist mir jetzt erst eingefallen, Mist. Yeah.